Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, in der letzten Folge haben wir ja unseren Digital Miner gebaut. Und ich habe hier gerade was Interessantes gefunden, wenn wir so ein bisschen durchgucken. Und da habe ich das hier gefunden. Den Logic Chip. Dieser Logic Chip, dem kann ich bestimmt ein, zwei schöne Sachen machen. Aber als erstes testen wir jetzt nochmal den geupgradeten Digital Miner aus. Wie wir am besten vorgehen in Zukunft. So, Start. X6. Hallo? To mine zero. Reset. Oh, wahrscheinlich, oder? To mine 11. Okay, hit that. Do it! Ah, oh. Jetzt sag nicht, dass es außerhalb deiner Reichweite ist. Also Entschuldigung, das ist doch nicht weit. Okay, nach unten geht er weit, aber... Im Ernst? Dann muss ich halt die abbauen selber. Oh scheiße, die gehen wieder nur mit dem anderen Ding, ne? Manometer. Okay, aber es hilft natürlich, wir müssen nicht mit dem Untergrund und hin und her. Also man darf dem Ding natürlich jetzt auch nicht sagen, ist ja scheiße, es ist in Ordnung. Es hat ordentlich an Energie verbraucht, aber wir brauchen auch relativ viel Energie dabei. Die Kiste war unnötig, ja. Das mit dem Jetpack machen wir noch. Ich will erstmal schauen, ob ich das Ding, wenn ich das jetzt gestoppt habe, einfach so abrunter und es behält alle... das war knapp. Alle Sachen, die ich ihm eingebaut habe. Oder die Config, die ist noch drin. Okay. Und die Upgrades sind auch noch alle drin. Wäre perfekt. Das ist die Sache. Ich will nicht jedes Ohr hinzufügen. Kann ich nicht einfach Sternchen Ohr machen oder sowas? Geht das nicht, dass ich einfach sage, okay, in der Config, das ist Ohr Arbeit. Wenn ich jetzt sage, hier Ohr Sternchen, ich wusste doch, das gibt's noch. Gut. Dann haben wir dich schon mal im Gepäck. Dich testen wir heute auf jeden Fall mal aus. Wir tun jetzt alles weg, was ich nicht brauche. Weil mein Inventar ist zu voll. das brauche ich noch. Das brauche ich nicht mehr. Das auch nicht. Dich will ich behalten, bis ich dich habe. Die Kiste nehmen wir mal mit. Schwert sollte natürlich nach unten. Und dann schauen wir weiter. Wir müssen nämlich eigentlich noch weitere Batterien erzeugen. Zaubern. Weil ich glaube nicht, dass wir mit einer Batterie hier gut auskommen. Ich habe doch eigentlich mal so ein Filterboard hier. So, was habe ich hier oben reinschmeißen müssen? Crystallized Merlin. Dann suchen wir mal. Merlin. Hier. Und noch ein paar Blöcke. Dann erzeug mir Energie. So, dann haben wir gleich noch ein paar größere. Ich glaube, hier drin sind auch noch ein paar. Ne, das geht da relativ gut durch. Jetzt brauche ich noch ein paar Crystals. Dann tun wir gleich mal zwischendurch so ein paar Kisten aufbauen. Mein Plan wäre auch in Zukunft, dass wir damit mit den Batterien in großem Stil, ich will ein riesiges Energiezentrum eigentlich haben, gerne. Das wäre sowas, was ich gerne hätte. Ob wir das hinkriegen, ist natürlich wieder so eine Sache. Zack, oh, davon habe ich jetzt was gar keine mehr. Schade. Naja, so. Jetzt habe ich hier schon so viele. 9.000. Das dann eigentlich schon reichen wird wahrscheinlich. Tu die jetzt da vollkommen reinstopfen. Aber je mehr wir natürlich dabei haben,
desto vorteilhafter ist es für uns, wenn wir unterwegs irgendwelche Probleme haben. Deswegen nehme ich alle, die er jetzt gecraftet hat, und tu die noch in unsere große hier reinsetzen. Denn dann haben wir wenigstens für unterwegs jetzt dann, wir müssen die zwischendurch auf dem Aufladen gehen, weil das wäre natürlich eine Sache, die relativ nervig wäre. So, die hält jetzt 120. Ist die nicht relativ nahe sogar an unserem aktuellen System? Wie viel hat die? 123 Millionen? Nee, okay, nicht mal ansatzweise. So. Stecken wir die mal kurz an. Mach die einfach voll. Die Kabel sind natürlich jetzt so ein bisschen das Problem. Sind Energy Cables. Gibt's da schon bessere? Energy Cable. So. Ich würde gerne upgraden. Das wäre so eine Sache. Gegen so ein paar bessere Energy Cables. Frage ist natürlich, Fluid Transfer Pipe, Usage Power Energy Transfer Pipe. Ich denke, eine Platinum. Dafür brauche ich Signalum Nugget, ein Electrum Nugget und ein Impulse Inductor. Mhm. Mechanism Induct, Item Induct mit Minecraft, dann kann ich das machen. Ich muss erstmal so ein Item-Cable machen. Item-Conduct hier. Und dann kann ich in einem Combiner rein tun, Glowstone das rein tun, damit es funktioniert. So, wie voll bist du? Ja, es geht, würde ich sagen. Für den ersten Test ist es vollkommen in Ordnung, würde ich sagen. Es gibt bestimmt auch einen Weg, wie wir das anders machen können. Aber da scheiße ich jetzt mal drauf. So. Ich esse noch ein bisschen was und dann schauen wir mal, wie viel wir insgesamt noch auf dem einen Gebiet vergessen haben. Bedeutet eine Runde schlafen. Es schaut so leer aus, aber in Wirklichkeit ist es so bumpf voll schon. Also das täuscht natürlich jetzt wieder so ein bisschen. So. Ab in die Lost Cities World. Schauen wir mal, was wir da so rauskriegen. So, ab geht's zu der kleinen Insel. Wie gesagt, es gibt ja 3000 weitere und die abzumeinen ist natürlich, wie Tibi oder die Tanja halt schon recht hat, ein wesentlich einfacherer Weg. Im Gegensatz zu, wie es ich gemacht habe. Hi, Hühnchen. Dann stellen wir den dann mal mittig auf und schauen, was er findet, würde ich sagen. Immerhin hat er eine hohe Energy-Schutz, also einen relativ guten Arbeitsmodus. So, dann müssen wir das Ding anstecken. So, okay. Config habe ich drin. Müsste noch passen. Dann machen wir einen Reset. Dann start. 600 Items zu meinen. Okay, nee, das hat nicht funktioniert. Das muss ich doch mit einem Cable machen. So, okay. Und dann nehmen wir einfach so ein kleines Power-Käbelchen. Jetzt sollte wieder meinen. Jawohl. Schauen wir mal, wie groß. Okay, wir brauchen einen eindeutigen Atomreaktor. Aber was alles rauszieht, ist natürlich hier schon eine ganz spannende Sache. Ich sehe hier sehr viel Ohr, was ich bis jetzt noch nicht wirklich, glaube ich, gesehen habe. Ich habe jetzt natürlich Slick Touch aktiviert, bitte, das sollte man vielleicht mal wieder ausmachen. Schauen, was dann passiert. Genau, weil das Coal Ohr zum Beispiel hat das abgebaut, Lead Ohr. Ich habe vieles einfach so abbauen lassen. Aber ich glaube, das Einzige, was sich wirklich ändert, ist halt Kohle. Aber über 500 Ressourcen, die fehlen. Das ist natürlich schon eine Ansage. Das ist schon eine Ansage. So. Was kann man denn alles? Was kann man? Die Lithium-Ohr haben wir hier. Silver, Lead
Uranium, wir haben ein bisschen Dilithium Crystals, Thorium, Redstone, Copper, Zinn, Kohle, Boro, Gold, Coal Ore, Nickel. Habe ich nicht Boron gesucht? War da nicht was? Warte mal. Das war ja dann für mein... Achso, scheiße, ich bin ja hier woanders. Für mein Applied Energistics. Und ja, ihr könnt mir sagen, was ich will. Ich will es immer noch haben. Applied, sowas. Und ich glaube, das war dann im E-Drive. Irgendwie war das... Ich glaube, wenn ich... das hier machen wollte, genau, dann brauche ich Ferroboron. Das habe ich doch jetzt, oder? Hat er nicht irgendwie vorhin vorgelesen? Ne, Thorium habe ich. Ich habe sogar Uranium jetzt alles, aber... Jo. Aber es hält durch, das muss ich lassen. Wir sind schon fast bei der Hälfte. Gut aus. Ja, jetzt haben wir ein paar Diamanten auch. Ein paar Saphire, okay. Ich will jetzt trotzdem mal... Ah, jedes Mal dasselbe, es funktioniert nicht. Klären. So, für diese Diamantenplatte brauche ich... für Boron. Und die kriege ich nur, wenn ich Steel und Boron... Ha! Molten Steel und Boron. Und ich habe Boron hier irgendwo. Hier. Nice. Alter, wie viel Kohle. Leute, ich habe nie erwartet, dass ich so viel hier mitnehmen muss. Muss ich ja morgen nochmal kommen. Aber holy shit. Ich kann offiziell sagen, das hat mich doch überrascht. Probiere jetzt einfach scheiß drauf. Wäre super, wenn die ein bisschen moderner wäre und ich die... Nein. Oh, schade. Ich nehme auf jeden Fall das Boron mit. Das brauche ich. Alter, wie viel Kohle! Was ich noch brauche, ist auf jeden Fall... Das Eisen kann ich rein theoretisch schmelzen. Dann nehme ich noch mehr Boron. Noch mehr Boron! Thorium nehmen wir, Uranium nehmen wir, Lead nehmen wir den. Alter, wie viel da noch rauskommt. Noch mehr Uran. Eisen. Okay, aber der hat noch keinen Chunk-Update, ne? Okay, er ist fast schon durch. Bedeutet, wenn wir zurückkommen, dann lädt der Chunk eh. Bedeutet, wir können dann der nächste Mal direkt in die nächste Insel gehen, weil das ist ordentlich gewesen. Für ein Ding? Leck mich am Arsch. Ich war, werde überrascht bleiben. Was der Vorteil aber ist, wir können jetzt dann wirklich schon unser erstes Netzwerklaufwerk erstellen. Da muss ich natürlich dann dementsprechend noch überlegen. Ich will schauen, dass wir in Zukunft vielleicht von der alten Insel ein bisschen wegkommen. Ein bisschen umbauen. Und ich sollte vielleicht mal versuchen, ein bisschen kreativer zu sein wie bis jetzt. Und das wäre doch gar nicht schlecht, wenn man einen passenden Serverraum irgendwie createn würde. Muss natürlich funktionieren. So. Wir sind zurück und wir haben ordentlich dabei. Ich halte das Boron mal für mich. Das ganze andere Ohr geht mal hier rein. Und ich hole ein bisschen Steel. Denn wir brauchen ja, nach den Infos, die wir jetzt haben. Ach, scheiß da drauf. Ob der Schlüssel jetzt zu gut war wegzuschmeißen, weiß ich auch nicht. So, nun kommen wir, Jessica, und auch mal weg. Wir brauchen unsere zwei Ingredients. Das ist einmal ein Steel Ingot, der muss natürlich schmelzen in dem Fall, und einmal Boron. Gebe ich hier irgendwie die Mengenangaben, die ich da rauskriege? Wahrscheinlich nicht, ne? So, das Boron braucht ein bisschen länger. Ich tue noch ein zweites Boron rein und schmilzt es gleich mit. So. Wir machen kein Chunk-Update und so Zeugs. Ist
Torchland und da ist automatisch Torchlayer. So wie es mir ausschaut, das Ding brauche ich dann, genau. Sind wir durch? Und es scheint, dass ich kein Iron Amber mehr habe. Cool. Dann nehmen wir das nicht mal hier raus. Und dann schauen wir mal, was wir als nächstes durchbrennen können. Wir tun mal das Eisen durchbrennen noch. Weil das ist eh was, was noch rein muss. Sollte instant alles da reinschmeißen und der schmeißt alles direkt hier bei uns rein, damit die dann noch die restlichen Blöcke raushauen können. Wir schalten schon mal die Funktion an. Wie schaut es hier aus? Different than fluid in Melter. Ja, das ist doch der Sinn dahinter. Oder darf ich hier nichts kombinieren? Das muss ich natürlich mal angucken. Ich habe ja sozusagen die ganzen Vorformen schon fertig. Ferroboron. Oh, jetzt fängt mein Handy an zu biesen. Wenn wir schauen, sagt es Smelting, gibt es hier die Variante, ich tue Ferroboron auf 54 Grad erhöhen, dann habe ich das hier drin. Und hier sagt es dasselbe, Ferroboron. Smolten Steel Alloying. Alloy Tank. Smeltery Controller. Okay, also es müsste das Smeltery Controller in dem Fall sein, der das macht. Okay, hier sind schon die ersten Sachen, die nachfließen. Gut. Wie gesagt, bei unserem hohen Ansatz, der hier durchgeht, ist das natürlich schon eine Sache. Ich hau jetzt das ganze Ferroboron hier rein. Wie viele Blocks sind denn noch hier drin? Das sollte auf jeden Fall gleich aber so passieren, dass das alles rausfliegt. Bis das aufgewärmt ist, ist das ganze System hier leer. So, perfekt. Hier ist noch genug drin. Hier ist zum Beispiel nicht genug drin. Aber kann ich mit einem Bucket nicht einfach sagen, ich will das raushaben? Nee, kann ich nicht. Schade. Na gut, das ist mir tendenziell aber auch Latte. Weil, was da drin ist, ist so... Also Eisen haben wir eh in Massen, von daher schere ich mich nicht wirklich darum, wie viel wir davon übrig haben. So. Wieder einsetzen. Gut, wie schaut's aus? Hat das Ferroboron schon geschmolzen? Nein, hat es noch nicht. Tu das Restliche raus und das, ja, Stil ist halt blöd jetzt. Wir schmelzen das ganze Ferroboron erstmal hier rein. Mein Handy geht gerade ab wie Sau. Auch nicht schlecht. Schauen wir mal. Ferroboron, oder erstmal Boron. Ferro wird sie erst mit Stil. So. Hier sind jetzt insgesamt, wie viel haben wir denn am Ende dann drin hier? Hier ist noch ein Boron-Ohr, das hier bitte rein sollte eigentlich. Es sind 5 Blöcke drin. Bedeutet, ich tue 4 von euch anschmeißen. Ah, lol. Er hat entschieden, dass es da zu dunkel war. Ich habe ganz vergessen, dass ich das Ding dabei habe. So, das ruht jetzt. Habe ich schon Stil rein? Nein, da tun wir mal 2 Stil in die Schmelze rein. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir dann, was da draus geworden ist. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Leute, alles gut da drin? Ja, schön. Also, bis dann. Ciao.